Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben vorlesen. Ich habe schon einmal ein Zeugnis so spontan gehalten, aber mir sind zwischendurch doch einige andere Sachen eingefallen und es war vielleicht auch leichter für mich, es niederzuschreiben. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Vielleicht habt auch ihr jemanden in eurer Familie, der mit Süchten zu kämpfen hat, so wie ich vor vielen Jahrzehnten. Und könnt ihr mir meine Geschichte dann zeigen. Es muss so vor etwa 35 Jahren gewesen sein. Mein Leben als sozusagen durchschnittlicher Jugendlicher, gerade erwachsen geworden, keine besonderen Interessen. Am meisten interessiert mich noch die Mädchen. Ich hatte keine besonderen Ziele und lebte so in den Tag hinein. Mein Leben war sehr weltlich. Ich hatte wechselnde Freundinnen, ging gerne aus, rauchte dieses und jenes und trank Alkohol. Gott spielte gefühlt absolut keine Rolle in meinem Leben. Für die Kirche hatte ich, wenn überhaupt, nur Kritik über. Ich ging wie so oft in dieser Zeit in eine Spielhölle meiner Heimatstadt. Später sagte ich dazu immer Spielhölle in Anspielung auf das, was dort mit mir geschehen ist und beinahe mein Leben verwirkte. Heute in Zeiten des Smartphones nicht mehr denkbar, so war es damals eine der wenigen Möglichkeiten, Computerspiele zu spielen. Ein Spiel kostete 5 Schilling, heute so etwa 35 Cent. Immer wieder sah ich in dem dort abgetrennten Bereich der Geldspielautomaten, der erst ab 18 Jahren zugänglich war und über so eine Doppelklapptüre betreten werden konnte. Ihr wisst schon, so eine Türe wie in einem Westernsalon, über die man jedenfalls gut in den Innenraum sehen konnte, ohne sie zu öffnen. Immer wieder schaute ich so in diesen Raum und wunderte mich, dass dort oft stundenlang Erwachsene saßen und in diesen Kasten hineinschauten, auf dem sich doch nur irgendwelche Früchte und andere Symbole drehten. Irgendwie idiotisch, dachte ich mir, doch die Zukunft wird mich eines Besseren belehren und gab mir doch zugleich recht. Eines Tages ging ich dann doch einmal hinein, so rein als Neugierde und Langeweile, und warf eine 5-Schilling-Münze in einen dieser Automaten. Mit dem Mindesteinsatz von einem Schilling konnte ich so 5-mal drücken. Und das, was sehr unwahrscheinlich ist, geschah doch. Es kamen sofort 3 gleiche Symbole. Es waren Zitronen, ich erinnere mich noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre. Ein leuchtender Pfeil fing an zu laufen, mit einem anfangs immer schneller werdenden, eher unangenehmen Ton, der sich dann synchron mit dem langsam werdenden Pfeil entschleunigte und dann genau in dem für einen Gewinn passenden der 12 Felder eben oben in der Mitte bei 12 Uhr stehen blieb. Dingelingelingelingeling. Ein leuchtendes und blinkendes Inferno mit passenden Düdel-Di-Dü-Geräuschen und welch Erfolgserlebnis. Ich gewann 500 Schilling. Ein im Nachhinein nur scheinbarer Gewinn, der mich noch viel Zeit, Geld und Leid kosten würde, was ich damals natürlich weder wusste noch in irgendeiner Form erahnte. Heute weiß ich, welch Ungeist mich genau an diesem einen und nicht an einem anderen der mindestens 20 Automaten in diesem Raum spielen ließ. Wow! So einfach geht das, dachte ich mir in meiner jugendlichen Leichtgläubigkeit. Hätte ich damals doch nur verloren. Die Wahrscheinlichkeit dazu wäre quasi unendlich größer gewesen. Also, mein Rat, freut euch, wenn ihr bei solchen Automaten spielen und auch im Casino, vor allem am Beginn verliert. Der Teufelskreis beginnt immer beim Gewinnen. Gewinnen macht süchtig, verlieren nicht. So begann von diesem für mich schicksalshaften Tag langsam aber sicher meine Zeit, die ich nun etwas sarkastisch gerne als Spielerkarriere bezeichne. Ich spielte in verschiedensten Spiellokalen. Ich wusste zuerst gar nicht, wie viele es davon in meiner Heimatstadt gab, und ich fand immer wieder neue. Eine am Bahnhof, eine dort und eine da. Überall war ich mit der Zeit Gast und wohl auch gut bekannt. Am Höhepunkt dieser Unzeit meines Lebens verbrachte ich bis zu 18 Stunden am Tag in einem dieser muffigen Spielsalons. Irgendwo, meistens in einem Keller gelegen, ohne Fenster, vom Tageslicht abgeschnitten. Falls es doch Fenster gab, waren sie meist abgedeckt oder abgeklebt, damit man nicht hineinsehen konnte, oder? Vielleicht auch, damit man nicht hinaussehen konnte, so als psychologischer Trick. Damit die Stunden im Spiel an diesen Höllenmaschinen ihre Arbeit mit steuerlüsterner staatlicher Unterstützung ungestört vollziehen können. Nämlich bewusst süchtig gemachten Menschen ihr Geld aus der Tasche zu ziehen. Damit die Spieler das tun, was man von ihnen erwartet, nämlich spielen. Am liebsten ohne Bezug zur Tageszeit. Die Stunden verrannen an diesen offenbar von gewissenlosen Psychologen und geldgierigen Spielgeräteherstellern entwickelten Spielautomaten gefühlt wie im Flug. Immer auf Endorphin- und Adrenalindroge, aufgeputscht, der Körper in einer Art Alarmzustand.
Ich kann mich noch an einen schönen, wolkenlosen, herrlichen Sommertag im Juli der frühen 90er erinnern, als ich etwa um 11 Uhr vormittags solch einen Laden betrat und erst um 3 oder 4 Uhr morgens am nächsten Tag wieder verließ. Hunger und Durst ist in solch einem sozusagen Hormontrip-Dauerspiel Nebensache und wurde so beiläufig mit dort angebotenen Snacks und Getränken gestillt. Meine Mutter versuchte noch da und dort mich aufzuhalten, aber es half nichts mehr. Nichts kann einen mehr aufhalten, wenn man einmal von dieser Sucht befallen ist, was eigentlich ja eh jede Sucht kennzeichnet. Es ist zwar als Außenstehender nicht ganz zu verstehen, aber glaubt mir, ich war bei Weitem nicht der Einzige. Ich habe Spieler kennengelernt, die haben im wahrsten Sinne des Wortes Haus und Hof verspielt und oft auch noch die Familie dazu sozusagen verloren. Auch mir entglitt zunehmend mein soziales Umfeld. Freunde zu treffen interessiert mich immer weniger. Man lebte in einer Art Spielerblase, traf nur noch Gleichgesinnte, aber nicht wie Freunde, eher wie Kumpane, Spielgefährten ohne tiefere Gespräche oder Bindungen. Ich erinnere mich noch an einen jungen Mann, gut gekleidet, mit langen, zu einem hinten als Zopf gebundenen braunen Haar, mit markanten Gesichtszügen und breitem Kinn, mit stämmiger Figur und breiten Schultern, ein richtiger Kerl und ein Fächer noch dazu. Sein Name? Der tut nichts zur Sache. Ich weiß ihn übrigens auch nicht mehr. Immer wieder begegnet man sich in den unterschiedlichsten Spielstätten und sprach auch hier und dort. Worüber? Na, über Spielen hauptsächlich. Wovon dein Herz erfüllt ist, das geht im Mund über, sagt der Volksmund. Davon spricht man doch am liebsten. Und in unserem Falle war es eben das süchtig gemacht haben der Automatenspiel in seinen vielfältigsten Formen. Eines Tages in einem Herbstmonat dieser Zeit trafen wir uns nach Monaten wieder einmal in einer Spielstätte. Den ganzen Sommer war ich in der Schweiz und arbeitete dort als Kellner, erzählte er mir. So habe er dort etwa 40.000 Schilling verdient, heutzutage ca. 3.000 Euro. Das ist eine Menge Holz, dachte ich mir, damals als Student doch ungleich mehr als heute. Da er nicht allein ins Casino gehen wollte, fragte er mich, ob ich ihn begleiten wolle. Ich war damals noch nie im Casino. Ich sagte zu, hatte aber kein Geld für den Eintritt. Eh klar, alles verspielt. Es waren, so glaube ich, mich zu erinnern, 150 Schilling Eintritt zu bezahlen, heute so gut 10 Euro, die man dann als Jetons zum Spielen bekam, also 3x 50 Schilling Jetons. Er sagt, er ladet mich ein und zahlt mir den Eintritt. So trafen wir uns an diesem Abend vor dem Casino der Stadt. In der Innentasche seines Sakkos, das zeigte er mir vorher, hatte er seinen gesamten Verdienst des Sommers in teils großen, frisch gedruckt, nagelneu ausschauenden Scheinen, eben die ganzen 40.000 Schilling in einem weißen Briefumschlag. Ein fetter Betrag. Er erzählte mir, er habe von der 18 geträumt und werde auf diese Zahl im Roulette setzen. Gesagt, getan, wir gingen zum ersten mittelgut besetzten Roulette-Tisch. Er setzte einen Jeton mit 50 Schilling Wert auf die 18 und ihr werdet es nicht glauben, irgendwie gruselig im Nachhinein, aber es kam tatsächlich, was? Na, die 18. Er bekam den, meine ich mich zu erinnern, 36-fachen Einsatz als Gewinn, also 1850 Schilling. Aber anstatt sich zu freuen, wurden seine Gesichtszüge härter. Er ärgerte sich sehr, trotz dieses quasi weissagenden Traums nicht mehr Geld auf die 18 gesetzt zu haben. Er spielte weiter und weiter und wie von Sinnen, seine Einsätze wurden höher und höher und in wenigen Stunden hatte er sein gesamtes, ja wirklich, sein gesamtes Geld, für das er Monate geschuftet hatte, den ganzen Sommer. Er hatte alles verspielt. Das Kuvert war leer. Auch ich verlor meine drei Jetons, Gott sei Dank. Wenigstens blieb mir die Spielsucht im Casino erspart. Verlieren ist gut am Anfang, wenn man seine Sinne noch im Griff hat. Das Casino hat mich nie mehr interessiert. Ich habe aber übrigens auch nicht vor, jemals in ein solches zu gehen, allein aus Prinzip. Um solche Stätten des Verderbens, glänzend schön, eine Scheinwelt, wenn auch gesellschaftlich anerkannt, nicht zu unterstützen. Im Falle meines Spielkumpans war es natürlich ein Desaster. Übrigens, ich habe ihn danach nicht mehr wiedergesehen. Nie mehr. Er war wie verschwunden. Ich hoffe, er hat sich nichts angetan. Sowas wie ein Handy gab es damals noch nicht. Aber ich wunderte mich damals auch gar nicht besonders darüber. Es beschäftigte mich nicht. Ich machte mir einfach gar keinen Kopf. Zu sehr war ich ja mit mir selbst beschäftigt. Komisch. Aber so war es nun mal. Ich spielte weiter in den Automatensalons und verbrachte dort ungehemmt meine Zeit, in der ich eigentlich für Prüfungen lernen sollte, in der ich eigentlich meine Freunde treffen sollte. Ihr könnt euch meinen Prüfungserfolg vorstellen.
In dieser Zeit stand mein Studium still. Dann, so etwa 2 Jahre später, nach vielen vergeblichen Kämpfen mit mir selbst, das Ganze unter Kontrolle zu bringen, wollte ich am Abend schlafen gehen. Den Tag hatte ich wie so oft an einem Spielsalon verbracht, mein ganzes als Student eh begrenztes Geld verspielt. Ich war pleite. Nein, heute kann und will ich nicht mehr dorthin. Ich will nicht, auf keinen Fall. Doch der Wille war schwach. Zu schwach. Meine Eltern schliefen bereits, ich wohnte noch zu Hause. So schlich ich mich zur Geldbörse meines Vaters, die er ihm im Vorraum unter einem Spiegel ablegte, und nahm einen der vielen 100-Schilling-Scheine heraus. Er wird es nicht bemerken, dachte ich mir, und ich habe auch recht behalten. Er merkte es nicht. Zumindest hat er nie etwas gesagt. Heute kann ich ihn nicht mehr fragen. Er starb ein paar Jahre später, als ich 27 Jahre alt war, mit 51 Jahren nach kurzem Krebsleiden. Also, gesagt, getan, ab in die Spielhalle. Nach wenigen Stunden war das Geld weg, meine Geldbörse wieder leer und meine Seele, mein Herz auch. Ich saß im Auto auf dem Parkplatz, wo wir wohnten, der Motor abgestellt und stieg nicht aus. Es war so 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Die Endorphine, die Drogen, die mein Gehirn selbst produzierte, haben ihr Ziel erreicht. Ich war abhängig, süchtig, willenlos. Mein Leben war vor dem Abgrund. Dass ich die Kontrolle über meine Entscheidungen verlor, noch dazu Geld stahl, meine Tage und Nächte verschwendete, mein Studium vernachlässigte, meine Freunde, meinen Freundeskreis vernachlässigte, hinterließ eine tiefe Leere in mir. Diese Leere wurde mir jetzt an diesem Abend so richtig bewusst. Und irgendwo ganz tief in mir, da war etwas, vielleicht von einem Religionsunterricht in der Schule, vielleicht von den seltenen Besuchen in der Kirche in der Jugend, vielleicht von einem der Sakramente, Taufe, Erstkommunion oder Firmung, die mich allesamt nie innerlich zu erreichen schienen. Ich weiß es nicht, aber ich spürte in meiner Seele eine tiefe Verzweiflung. Und aus dieser Tiefe, aus der Tiefe meines Herzens, rief ich weinend im Auto ein lautes »Herr, rette mich!« in die Nacht. Ich ging schlafen, ein neuer Tag. Mein Leben ging zuerst weiter wie bisher. Längst hatte ich diesen tiefen Seufzer der Verzweiflung in jener Nacht vergessen, als mich kurze Zeit darauf ein unerträglicher Schwindel heimsuchte. Ich glaubte, eine Hirnerkrankung zu haben. Ich machte eine MRT des Gehirns, besuchte Neurologen, Internisten und Heilpraktiker. Einmal fuhr ich sogar nach Tirol zu einem Naturheiler, der mir irgendwelche Tees und Kräuter verschrieb. Der Schwindel blieb. Dennoch konnte ich mein Leben einigermaßen weiterführen. Ich konnte lernen, studieren, Prüfungen machen und anderes. Aber wehe dem, ich ging nur bei einem Spielsalon oder bei einem Café oder sonst was vorbei, in dem ein Spielautomat stand. Wenn ich nur durch eine offene Tür einen solchen sah, musste ich mich an der Wand anhalten, um nicht umzufallen. Ich konnte nicht mehr spielen, auch wenn ich es wollte. Ich fiel vom Sessel. Das, was ich damals als Strafe und Leid empfand, war aber schlussendlich meine Heilung. Man weiß, dass Spielsucht in meinem damaligen Stadium eigentlich unheilbar ist. Noch Jahre, sicher 15 Jahre später, hatte ich nächtliche Spielträume, in denen ich gewann und mein Gehirn sich in der Nacht die Endorphine holte, die es zu brauchen meinte. Dennoch, der Schwindel verschwand über die Jahre dann doch, scheinbar langsam und unmerklich. Irgendwann war er einfach weg. 1995 konnte ich dann mein Medizinstudium abschließen, nun arbeite ich als Oberarzt in einer Universitätsklinik. Aber eine gewisse innere Sehnsucht, eine gewisse innere Leere blieb dennoch weiter bestehen. Auch eine Grundbesorgtheit und Ängstlichkeit über dieses und jenes. Erst als ich im Jahr 2003 meine Bekehrung zu Jesus Christus erfahren durfte, die ich damals bei einem Seminar bei Pater James aus Indien, in dem ich als Teil eines Musikteams mit Gitarre und Gesang vom Pfarrer meines damaligen Wohnortes Pater Florian eingeladen wurde, erst dann wurde diese innere Leere endlich gefüllt. Und ich erkannte, dass eben nichts auf dieser Welt, nichts von dieser Welt nachhaltig und wahrhaftig diese Leere erfüllen kann. Keine Arbeit, kein Mensch, keine weltlichen Genüsse oder Vorzüge. Und im selben Jahr lernte ich auch meine Frau bei einem Loreto-Gebetskreis kennen, der, wie ich später erfuhr, inspiriert
durch Medjugorje von Georg Meyer-Mellenhof gegründet wurde. Wir lernten uns damals dort kennen und mit der Zeit auch lieben. Heute haben wir gemeinsam 5 Kinder, aber das ist eine Geschichte, von der ich gerne ein anderes Mal erzähle. Und erst vor wenigen Jahren wurde mir im Nachhinein bewusst, dass es der Herr gewesen sein muss, der mich aus dieser Sucht befreite. Wie sollte man einem Menschen, dessen eigener Wille zu schwach ist, davon abzuhalten, etwas zu tun, was ihm schadet, was er eigentlich gar nicht mehr tun will? So konnte ich plötzlich die Handschrift des Herrn in diesem leid- und belasteten Schwindelgefühl erkennen. Es war genial. Ich konnte mein Studium beenden, mein berufliches und privates Ziel erreichen, aber es war mir unmöglich, wahrlich unmöglich, noch einmal zu einem Spielautomaten zu gehen. Übrigens nie mehr. Wer konnte sich so etwas ausdenken? Niemand könnte auch nur ansatzweise darauf kommen. Niemand. Außer Gott. Ich konnte plötzlich die Macht des Gebetes spüren. Und seither habe ich diese Macht schon viele Male erfahren. Diese Kraft des Gebetes. Wie konnte ich das nur nicht früher erkennen? Später las ich einmal in der Bibel im Römerbrief von Paulus 10,13 folgenden Vers. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich besann mich an diese eine Nacht, in der ich den Herrn in tiefster Verzweiflung um seine Hilfe anflehte. Herr, rette mich! Und er hat mich erhört und wirklich aus meiner Not gerettet. Ja, es ist meine persönliche Erfahrung. Ich weiß, jeder kann dazu stehen, wie er möchte. Aber für mich war es die Rettung. Ich sehe da etwas Übernatürliches dahinter. Natürlich, man kann zu allem auch sagen, es war Zufall oder sonst irgendwas. Aber so war es eben. Und für mich war es eine ganz besondere Geschichte. Ich hoffe für euch auch. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.